Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Plague Tale Innocence. Erstmal tut mir leid, dass gestern keine Folge kam, aber dafür heute, und zwar der Grund, warum gestern keine Folge kam, ist, dass ich hier bei alles, was bleibt, hier bei den Ratten, bei diesem Rätsel stecke. Lukas hat gesagt, dass wir sie mit dem Feuer da ablenken können, aber ich habe keinen blassen Schimmer, wie wir das machen können. Aus diesem Grund, ich meine, wir können nichts verbessern. Ich meine, wir können das hier machen. Wobei, wir können Luminosa werfen. Ohne, dass es zerbrechen kann. Luminosa kann es abfeuern. Vielleicht ist das hier sogar des Rätsels Lösung, weil ich habe schon alles versucht hier an dieser Stelle. Ich habe versucht mit... was ich sinnvoll fand, war mit Extinguish das Feuer ausmachen, dann die Ratten in den Gang dort hinten mit Odoris zu locken und dann nochmal mit Ignifer das anzuzünden. Das hat in 2 von 3 Fällen auch geklappt. Problem ist, dass wir sie dann dort hinten in dem Gang haben, wo wir weiter müssen. Und das ist nicht so toll. Man könnte sie dann vielleicht ein bisschen weglocken, aber ich soll sie mit dem Feuer ja ablenken. Dafür habe ich nicht genug Stuff, dafür ebenso wenig. Ich kann Ignifer bauen. Allerdings, hier liegt Salpeter und Alkohol. Und Salpeter und Alkohol braucht man für Devorantes. Das bringt mir aber bei den Ratten nichts. Was ich wirklich seltsam finde. Ich meine, eventuell habe ich hier irgendwo noch... Oh. Wow. Ich habe hier ernsthaft in all meinen Versuchen jetzt das hier übersehen, dass ich Luminosa einmal machen kann. Tja. Dann müssen wir Folgendes wahrscheinlich machen. Extinguish. Nein, Extinguish. Jetzt Odoris. Genau in die Mitte, dass möglichst alle rankommen. Und... Ich weiß nicht, ob das korrekt war, aber es war definitiv das, was mir am wenigsten Kopfschmerzen gemacht hat. Wie gesagt, ich bin an dieser Stelle paar Mal verreckt. Das habe ich euch nicht gezeigt, weil... Schieben wir. Ja, gewiss. Das wäre jetzt 10 Minuten vollkommener Schwachsinn gewesen. Ja, wir müssen aber immer noch Hugos Medizin hier holen. Und hier ist was. Oh, Leder. Ich dachte, hier wären Collectible. Wie gesagt, hier bin ich schon gestanden, dann war der Gang nur voller Ratten und ich habe die nicht mit Odoris weggekriegt, ohne selbst zu verrecken. Mehrmals. Ah. Ist ja noch so ein Gemälde wie vorhin. Oh. Das ist das Sudatorium. Hier kamen die Römer her und haben geschwitzt. Dank des Dampfes, ja. Es war... Oh, sieh mal, diese Skulpturen. Was? Alchemistische Tiere. Fäulnis, Reinigung, Vereinigung und Sublimierung. Das Symbol im Becken steht ebenfalls für Fäulnis. Diese Symbole haben mich immer fasziniert. In den anderen beiden Becken sind noch mehr. 3 Symbole, 4 Skulpturen. Unter dieser hier brennt ein Feuer. Also können wir die anderen auch entfachen. Wir müssen doch irgendwie an sie rankommen. Okay, kann ich... Ich versuche einfach mal hier runter zu gehen. Klappt, okay. Das heißt, die Ratten wollen das hier auch nicht. Oh, was hier? Lukas, noch ein Fresko. Eine schwangere Frau. Aber das ist nicht alles. Sieh mal, neben mir. Das ist ein Destillierapparat, oder? Ist sie eine Alchemistin? Genau. Die Alchemie wurde oft mit der Schwangerschaft verglichen. Und der Schmelztiegel oder Brennofen mit dem Mutterleib. Oder sie ist einfach nur eine schwangere Alchemistin. Nicht einfach nur. Dieser Tempel gehörte deiner Mutter. Und es ist kein Zufall, dass wir hier eine Frau sehen. Dieser Ort ist wichtig. Wahrscheinlich hast du recht. Okay. Ich verstehe es noch nicht so ganz. Oh. Da,
Neben dem Symbol. Die Platten haben nachgegeben. Ich denke, du kommst da durch. Ich gehe runter. Du bleibst hier. In Ordnung. Oh nee. Können wir das hier auch machen? Der Schwan. Imposant und anmutig. Oder bin ich hier irgendwo draufgetreten? Der Löwe. Oh, Leon, mein armer Hund. Oh. Ich hoffe, wo du jetzt bist, geht's dir gut. Ah ja, den Hund vom Anfang habe ich wieder fast vergessen. Die Schlange. Von der bekam ich immer Albträume. Hier sind 4 Tiere abgebildet. Die Kröte. Hässlich wie eh und je. Kröte, Schlange, Löwe und Schwan. Okay, sagt mir jetzt nicht so viel. Sonst ist hier aber, glaube ich, erstmal nix. Keine Ahnung, wie wir jetzt hier vernünftig weiterkommen. Oh, nee. Na toll. Hey, wie sieht's da unten aus? Ein Nest. Sie wuseln um mich herum. Und ich kann nicht sehen. Los, gehen wir. Ich versuche, dich zu führen. Und wie willst du das anstellen? Mit dem Licht. Ich warte in der Nähe der Becken. Viel Glück. Wahrscheinlich müssen wir in beide Richtungen, oder? Gehen wir erstmal da, wo ich jetzt schon hin wollte. Hallo? Darf ich das anzünden? Danke. Das kann ich offenbar nur im Stehen anzünden. Interessant. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich will dich nicht mehr. Komm zurück. Alles klar. Dammit. Oh, hier sind Knochen. Nochmal. Ich glaube, wir müssen auf die andere Richtung. Jetzt kann ich das auf einmal im Kriechen machen. Was ist hier? Du bist in der Nähe eines Symbols. In Ordnung, ich gehe weiter. Siehst du irgendwas? Das Symbol ist erschienen. Das ist die Sublimierung. Ein Symbol müssen wir noch zum Leuchten bringen. Das war ein bisschen knapp. Um nicht zu sagen, sauknapp. Hier ist wahrscheinlich Sackgasse, aber... Ich komme zurück. Ja, aber hier sind Goodies. Ich dachte sogar eher eine Kuriosität oder noch was. Ja gut, es fehlen hauptsächlich noch Sachen hier fürs Herbarium. Hier. Herbarium und ein paar Kuriositäten, aber... Hier. Du näherst dich dem anderen Symbol. Geh weiter. So schnell ich kann. Und hier. Das ist die Reinigung. Alle Becken sind erleuchtet. Du kannst zurückkommen. Machen wir. Du bist fast da. Danke, Lukas. Rede weiter mit mir. Ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Dass ich hier landen würde. Laurentius hat mir die Welt mit Büchern vermittelt. Aber die Realität ist noch mal was anderes, oder? Das ist das Schlimmste. Nichts scheint wirklich real zu sein. Wird's jetzt auf einmal philosophisch? Nichts scheint wirklich real zu sein. Das passt jetzt gefühlt nicht so toll hier rein in das Ganze. Oh, hier ist auch Sackgasse. Dammit! Kommen wir wieder zurück oder sterben? Ich mach's mal nur mal sicher, ich will nicht sterben. Und das alles nur mal machen, von daher... Komm! Und dann haben wir jetzt hier auch alles gesehen. Ich bin in jede Ecke reingegangen. Wir können das leider nicht aufnehmen, weil wir nicht genug Schwefel haben. Okay, hier gehen wir jetzt nochmal lang gleich, wenn wir nicht... Das ist aber wirklich saueng bemessen mit der Zeit, die wir verbrauchen dürfen. Wie gesagt, ich will mich hier in jeder Ecke umschauen. Nö, hier ist nichts. Schade, hier war nichts außer ein, zwei Sachen, die wir nicht mal mitnehmen können. Von daher... Naja. Fäulnis,
Reinigung und Sublimierung. Kröte, Schwan und Schlange. Also, versteckt unser Freund der Löwe etwas? Okay. Die Schlange? Nee. 15? Nee. Okay, also diese Runen verstehe ich nicht so ganz wie Lukas, aber wenn er weiß, wo es lang geht, reicht das ja. Vielleicht in seinem Maul. Hilf uns, Mutter. Trau dich. Du hast ihr Geheimnis gelüftet, Amicia. Du hast es dir verdient. Oh, dammit, hier ist es dunkel. Hier ist ein kleines Loch, wo die Ratten Gott sei Dank noch nicht durchgekommen sind. Alter, ich sehe gar nichts. Ich sehe wirklich gar nichts. Ich mach mal kurz Licht. Hier ist es stockfinster. Es scheint riesig zu sein. Spar dir die Munition. Ich kümmere mich darum. Na bitte. Oh wow. Er hat gesagt, spar dir die Munition. Hättest. Und? Was siehst du? Ergänzungsmittel, Stabilisatoren, Reagenzien, Edelmaterialien, dem weitaus überlegen, was wir im Schlafzimmer gesehen haben. Das ist es, Amicia. Gut, gut. Hier ist Stuff. Alter, ich wandle halt. Amicia, dass ich. Diese Notizen, das ist die Handschrift deiner Mutter. Versuchte eine neue Transmutation, doch das Elixier ist unvollständig. Die Fackel des Trägers verschwindet und lässt meinen Sohn in der Finsternis der Makula. Sie war auf der richtigen Spur, Amicia. Was wir suchen, muss hier irgendwo sein. Aber wo? Und wie sieht es aus? Da ist doch was. Noch ein Fresko. Ein Kind in den Armen seiner Mutter. Aber diese Zeichen auf seinem Oberkörper, Lukas. Die Prima Makula. Aber dieses Fresko ist mindestens 800 Jahre alt. Und doch ist es zuvor geschehen. Aber wie viele Male? Wer weiß. Sanguinis Itinera. Die Wege des Blutes. Die Makula bahnt sich einen Weg durch die Geschichte. Sie hat die Welt bereits verändert und wird es wieder tun. Hier, auf dieser Schachtel prangt ein Phönix. Das Symbol eines alchemistischen Meisterwerks. Amicia, das muss es sein. Öffne sie. Nun gut. Okay, machen wir gleich. Das heißt, unsere Mutter hat es tatsächlich geschafft, aber wie ist es denn beim ersten Mal, wenn das tatsächlich so alt ist, wie ist es damals ausgegangen? Ist das ein Stammbaum? Ja, anscheinend von meiner Familie. Er war verschwunden. Es zeigt wohl, wie die Makula an Hugo vererbt wurde. Und Mutter wollte es herausfinden. Oh, das schaue ich mir an. Das ist sau interessant. Stammbaum. Genealogie ist eine alte Tradition, die schon auf die alten Ägypter steht da, aufrecht erhielten. Ach ja, okay. Und bereits in der Bibel Erwähnung fand. Lange war sie nur den Reichen und Mächtigen vorbehalten und wurde ab dem 11. Jahrhundert verstärkt weiterentwickelt, um die adlige Abstammung von Lords zu beweisen oder eine Verwandtschaft von Verheirateten auszuschließen. Allerdings ist es nicht unüblich, dass sich einige Genealogen aufgrund des Reichtums und der Macht ihrer Klienten dazu veranlasst sahen, es mit der Wahrheit nicht allzu genau zu nehmen. Ist klar, wenn du den beauftragst und immer deine Familie den beauftragt? Schade, wow. Ich dachte, hier sehen wir echt so ein bisschen einen Stammbaum, aber das sind nur irgendwelche Zeichen und Zeichnungen. Schade. Ich dachte, wir können jetzt wirklich nachvollziehen, wie das an Hugo vererbt wurde. Oh, kannte sich Mutter wirklich mit all dem aus? Sie war eine Meisterin der Alchemie. Wenn es eine Rettung für Hugo gibt, dann hier. Wir müssen sie nur finden. Oh nein, hier ist was, was man schieben kann. Und hier sind noch keine Ratten. Mir schwand Übles. Alkohol, können wir irgendwas machen wieder? Hier, ein paar von denen können wir inzwischen wieder machen, Odoris. Dafür brauchen wir eigentlich nicht. Ignifer auf jeden Fall. Extinguis weiß ich nicht, aber definitiv. Ne, Luminosa mache ich nicht, weil das rettet mich ja. Und das möchte ich ja eigentlich nicht, dass es mich rettet, wenn ich es nicht brauche. Da können wir was verbessern, genau. Aufwerten.
Ja, wir können Luminosa werfen. Danke, ein Stückchen. Ja, Luminosa werfen, aber das macht's dann nicht zu hier Dings. Ich brauche kein Werkzeug mehr, um ihr Aufzug aufzuwerten. Ja, das ist nicht so wichtig. Wir haben nicht mehr viel zum Aufwerten. Munition. Boah. Ja, komm, machen wir das mal. Das sollte mir die Sache erleichtern. Gut. Ach ja, genau. Also, ist hier das nicht Heilmittel, aber ich ist hier die wichtige Medizin für Hugo drin. Lukas, sieh mal. Fortgeschrittene Kristallisierung, blaugrüner Rand, klare Substanz. Was? Lukas! Ambra-Geruch, unglaublich. Na, red schon. Was soll das sein? Das Elixier für Hugo. Sie machte Fortschritte. Hatte aber keine Zeit, es fertigzustellen. Du meinst, dasselbe Elixier, das du... Ja! Einfach unglaublich, wie weit sie ohne das Buch gekommen ist. Also können wir es vielleicht nutzen, Lukas? Dem Buch und meiner Vorarbeit? Ich denke, ich sollte es fertigstellen können. Du bist ja schon mittendrin, Magister. Warum hat sie nichts gesagt? Ich hätte es verstanden. Ich hätte... Au! Ich hätte dasselbe getan, Amicia. Sie war eine Alchemistin. Und weißt du, eine Mutter beschützt ihre Kinder, oder? Oh nein, nicht jetzt! Wie kommen wir jetzt hier raus? Denk nicht dran! Vollende das Elixier! Ich halte sie zurück! Das glaube ich nicht! Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen! Ich lese! Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn! Das sind Symbole! Sie suchte nach dem fehlenden Element, doch das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch! Sehen wir mal! Wir müssen nichts dazu geben, sondern das Elixier filtern! Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopö, der Alkoven mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Ja. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, beruhige deinen Herzschlag, denn deine Hände folgen deinem Herzen. Also immer mit der Ruhe. Ja, immer mit der Ruhe. Der Schatten schaut übrigens sehr geil aus. Die Frage ist nur, wie... Ach so, genau. Wahrscheinlich machen wir uns jetzt hier so einen Weg. Da ist es. Hier sind nur ein paar Ratten. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Okay, ich muss das noch ein bisschen weiter rüber drehen. Weg mit euch! Ihr Kackratten! Ja. Das riecht nicht gut. Aber so schlecht riecht es auch nicht. Komm schon, Amicia. Pfeffer? Minze? Nein, es muss noch etwas Schlimmeres geben. Etwas viel Schlimmeres. Pfeffer und Minze riecht eigentlich saugut. Was ist das? Keine Ahnung. Riecht nach gar nichts. Oh Gott. Das ist absolut... Lukas, ich hab... Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Stell es hier hin. Ja, Moment. Wir haben es fast geschafft. Ich komme. Sie kommen zurück.
Verteidige Lukas. Ja, okay, ich warte bis zum letzten Moment, sicherheitshalber. Also nicht zum allerletzten, aber... Die Farbe hat sich leicht verändert. Gut, aber nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Ach, zu denen da hinten. Okay. Ha, hier. Sekunde, ich gehe vorher... Ne, okay. Ich kann es nicht in die Richtung geben. Ich wollte gerade sagen, ich gehe selber nochmal dahin, weil da hat was geglitzert, was ich offenbar noch nicht aufnehmen konnte vorher. Oh nein. Ja, komm. Lukas, pass auf! Er sieht euch! Oh! Er macht das selber, das ist aber nett. Eben das! Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern! Zurück an die Arbeit! Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig! Na los! Komm schon, schneller! Ich hab gleich kein Luminosa mehr. Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also. Oh nein! Nein! Nein, ich hab sofort reagiert, aber. Damn it! Alter, das ist nicht easy. Warum jetzt? Lukas, wir müssen uns beeilen. Ich lese. Deine Mutter stand am Sonntor. Sie fand die Fackel, wusste jedoch nicht, wie man sie entzündet. Das ergibt keinen Sinn. Das sind Symbole. Sie suchte nach den fehlenden Elementen. Und das Buch sagt, du musst das Gefäß leeren, damit der Spiritus es füllen kann. Deine Mutter lag falsch. Wir müssen nichts dazugeben, sondern das Elixier filtern. Such etwas Einweichmittel, während ich die Mischung zubereite. Sie muss hier welches haben. Einweichmittel? Was ist das? Wo finde ich das? In der Pharmakopie. Der Alkohol mit dem Vorhang. Schon unterwegs. Immer mit der Ruhe. Laurentius pflegte zu sagen, liege dein Herzschlag in deine Hände von... Der Vorhang, da ist es. Okay. Schau mal, ob es immer dasselbe ist. Das sind zu viele. Das sind zu viele Gefäße, Lukas. Ich weiß nicht, welches das Richtige ist. Nimm das, was am meisten stinkt. Alle stinken. Ich weiß nicht, ob meine Nase das unterscheiden kann. Oh Gott. Das ist absolut. Lukas, ich hab... Sie kommen zurück, sie gruppieren sich neu. Dieses Geräusch, das gefällt mir überhaupt nicht. Geil, ich hab vorher einfach genau das Falsche gemacht. Gut, dann wecken wir mal den Phönix. Vorsichtig, nicht zittern. Wir dürfen nichts verbeugen. Sie kommt zurück. Ihr Drecksviecher. Nicht gut genug. Du meintest, dass wir etwas filtern müssen. Warum gibst du dann noch mehr dazu? Man muss zugeben, um filtern zu können. Das Feuerbecken, Amicia. Mach mir den Weg zu den Destillierapparaten frei. Na schön, auf zu den Destillierapparaten. Oh nein. Amicia, sie werden das Feuerbecken löschen. Nein, werden sie nicht. Werden sie nicht. Werden sie nicht. So, und jetzt mach dein Ding, Lukas. Nein, nochmal. Sie wissen, was vor sich geht, aber sie werden den Lauf der Geschichte nicht verändern. Zurück an die Arbeit. Oh, Lukas, mach bitte keine Dummheiten, ja? Ich weiß, was ich tue. Zumindest denke ich das. Außerdem gibt es kein Zurück mehr. Sei einfach vorsichtig. So, zuerst Lukas, pass auf. Hier an. Dann erwärmen wir die Kupferschüssel. Die Flüssigkeit im Inneren zirkulieren. Na los! Wahrheit wird aus dem Munde fließen. Hä? Komm schon, gib mir deinen reinsten Alkohol. Na also, das Sonnentor, die Fackel des Trägers.
Amicia, bring mich zurück! Wow, ich bin am... Ich bin am letzten Ding verreckt. Geil. Bring Lukas zurück zu den mittleren Alkoven. Ich würde gern dorthin, wo er jetzt ist. Aber ich komme dort nicht mehr hin. Scheiße, Kleister. Ich habe es geschafft. Und es scheint, als wüssten sie... Wir dürfen keine Zeit verlieren. Dann bitte. Nach dir. Was haben wir jetzt gemacht? Lukas, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Laurentius wäre stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Danke. Zumindest wissen wir jetzt, wenn das Elixier mit den Ratten zu tun hat, sind sie auch mit dem Träger verbunden. Ja, aber jetzt, Lukas, müssen wir erst einmal Hugo retten. Sie sind da! Unser Alchemist in Spee hat ein Wunder vollbracht. Wir haben das Elixier. Ich wusste, dass du es in dir hast. Danke. Kommt, gehen wir jetzt zu Hugo. Hugo, du schläfst ja gar nicht. Hey, sieh mal, wir haben es, das Elixier. Lukas, sei Dank. Hier, Hugo. Es könnte etwas bitter sein. Spielt keine Rolle. Runter damit. Sehr gut. Bin ich jetzt geheilt? Also... Auf jeden Fall fühlst du dich bald besser. Amicia... Werden wir Mama nie wiedersehen? Oh, Hugo, du weißt doch, sie... Sie kommt nicht wieder. Nein. Und sie muss nicht leiden, wo sie ist? Nein, nein, natürlich nicht. Legen wir uns schlafen. Und morgen, wenn du aufwachst, wirst du dich viel besser fühlen, ganz sicher. Ich hoffe, Hugo wird es besser gehen. Kapitel 13. Buße. Und ich hoffe, wir können jetzt unsere Mutter doch noch befreien aus den Fängen der Inquisition. Ich meine, wenn Meliator rausgeholt hat. Und ich will echt gern wissen, was das für ein Teil war und warum die Ratten, die wollten uns um allen Preis aufhalten. Und als wir es geschafft haben, haben die Ratten mehr oder weniger die weiße Fahne geschwenkt. Was genau ist das? Ist das nicht nur... Das ist wahrscheinlich genau dies, das Mittel, was der Großinquisitor wollte, um die Welt zu retten. Am
Amicia! Amicia! Roderick war mit der Schleuder tatsächlich besser als Arthur. Das ist nicht wahr. Er hat die Linie übertreten. Du bist einfach schlecht. Ach, streitet ihr schon wieder? Ach, wenn du dich nicht an die Regeln hältst. Du willst mir was Hugo? Von Regeln erzählen? Sag ich ihm auch immer. Hugo gesehen? Mein Kopf. Oh, sachte. Ganz langsam. Ist er. Hat er sich selbst auf den Weg gemacht, Mama zu retten? Könnte ich mir durchaus vorstellen. Nicht. Anhalten. Weiter. Hugo! Wo? Kann er nur hin sein? Ja, er ist... Denk nach, Amicia. Denk nach. Er ist auf dem Weg zu seiner Mutter. Das ist das Einzige, was irgendwie Sinn ergibt. Ist das ein Dorf? Hier? Das er schaut irgendwie aus, als wäre das gerade eine Illusion. Hey, wartet! Hat jemand ein Kind vorbeikommen sehen? Bitte! Oh, Amicia. Fühlst du dich besser? Wie geht es dem Kleinen? Clairvy? Seid ihr das? Habt ihr Hugo gesehen? Hast du ihn wieder angeschrien? Nein, überhaupt nicht. Die Zeiten sind hart, da muss man sich nicht auch noch streiten. Aber wir haben uns nicht mehr gestritten. Amicia, ein Kind läuft nicht ohne Grund davon. Öffnet die Tür, ich werde ihn finden. Na schön, aber sei vorsichtig. Ein bösartiger Wind kündigt sich an, Amicia. Okay. Was ist das? Was geht hier vor? Amicia! Ich habe auf dich gewartet. Komm mit mir. Laurentius? Seid ihr das wirklich? Wo ist Hugo? Er ist fort. Ich wusste, dass das geschehen würde. Ich habe mich doch um ihn gekümmert. Warum hat er dich dann verlassen? Ich weiß es nicht. Ich habe alles getan, um ihn zu beschützen. Sogar schreckliche Dinge. Blut vergießt sich so leicht, aber zu lieben, zu beschützen. Ich werde ihn finden. Dann geh und bete, dass noch genug Zeit ist. Mama, da draußen ist ein Geräusch. Hugo, das ist er. Nein. Mutter? Amicia, komm her. Ja, Mutter. Dein Bruder ist hier. Wie geht es ihm? Er ist zurückgekommen, weil es ihm nicht gut geht. Aber ich habe alles getan. Du hast ihm die Wahrheit verschwiegen. Aber... Seine Gefühle, Amicia. Ich hatte dich gewarnt. Lass mich zu ihm. Er will dich nicht sehen. Mit wem redest du, Mama? Ich muss zu ihm. Er braucht dich nicht mehr. Das ist gelogen. Dann geh. Sieh selbst. Hugo, geht es dir gut?
Nein. Was ist? Warum bist du weggelaufen? Warum hast du mir nicht gesagt, dass Mama lebt? Das war zu deinem Besten, Hugo. Das stimmt nicht. Du wolltest nicht, dass ich es weiß. Sag sowas nicht. Du bist eifersüchtig, eifersüchtig. Lass mich los. Hugo, nein! Okay, das ist echt hart. Hugo, wo bist du? Was? Lass mich in Ruhe! Was ist das? Lass mich los. Das ist er! Ich will nach Hause! Hugo! Lass mich gehen! Er ist hier! Oh Gott sei Dank! Ja! Das ist die Inquisition! Sie haben Hugo gefangen! Oh, dammit! Gut, aber ich würde sagen, was das jetzt wieder für eine verwurschtelte Sache ist, das sehen wir beim nächsten Mal bei Let's Play A Plague Tale Innocence. Bis dahin sage ich Tschüss, Leute.